Julianne Moore ist für den diesjährigen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert worden für ihre Rolle als Frau, die an Alzheimer erkrankt. Und damit geht es jetzt um Still Alice. Auf die mit Abstand schönste und mit Abstand intelligenteste Frau, die ich in meinem ganzen Leben kennenlernen durfte. Ich danke dir. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab euch auch lieb. Begrüßen Sie Dr. Alice Howland. Danke. Glauben Sie mir, durch die Erforschung des frühkindlichen Zugriffs auf das... Alice, wo warst du? Ich war laufen. Ich hoffe, es war nett, denn du hast unsere Verabredung zum Abendessen platzen lassen. Ich muss mit dir reden. Es stimmt was nicht mit mir. Was ist los? Himmel, ich trenne dir zu euch etwa, oder? Nein. Ich habe Alzheimer. Früh einsetzend. Oh mein Gott. Ich sehe die Wörter in der Luft vor mir hängen, aber ich kann sie nicht erreichen und weiß nicht mehr, wer ich bin und was ich als nächstes verliere. Stethoskop, Millennium, Eagle. Ich würde gern sehen, wie du aufs College gehst. Du kannst deine Lage nicht ausnutzen, nur damit ich alles tue, was du willst. Warum kann ich das nicht? Weil es nicht fair ist. Na und? Ich muss nicht fair sein. Ich bin deine Mutter. Ich finde das alles zum Kotzen. Aber wir müssen die wichtigen Dinge in unserem Leben aufrechterhalten. Frohe Weihnachten. Wir müssen es versuchen, sonst werden wir verrückt. Ich bin vielleicht bald nicht mehr ich selbst. Bitte sag das nicht. Ich muss nicht leiden. Ich muss kämpfen, um noch an den Dingen teilhaben zu können. Und um den Menschen nicht zu verlieren, der ich einst war. Also sage ich mir, lebe den Augenblick. Das ist alles, was ich tun kann. Den Augenblick leben. Still Alice geht 101 Minute, eine Altersfreigabe ist momentan noch nicht bekannt, aber ich tippe mal auf den FSK 12 und startet in Deutschland ab dem 5. März 2015 in den Kinos und erzählt die Geschichte von Dr. Alice Howland. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und eine Koryphäe auf dem Gebiet, aber gleichzeitig auch eine glückliche Ehefrau, hat zwei Töchter und einen Sohn und eine Frau, der eigentlich nichts im Weg stehen sollte, bis sie erkennen muss, dass ihr nach und nach die Wörter ausbleiben in den Sprachgebrauch. Sie leidet an Orientierungslosigkeit und sucht einen Arzt auf und schnell stellt sich heraus, sie leidet an einer sehr frühen Form von Alzheimer, die aber auch erblich bedingt ist. Und dann geht es um ihren geistigen Verfall, der in Still Alice dokumentiert wird, in ziemlich großen Zeitsprüngen immer wieder. Der Umgang mit den Kindern, mit dieser Krankheit, besonders zu ihrem Ehemann, großartig gespielt von Alec Baldwin, an ihrer Seite und vor allem auch als Tochter gespielt Kristen Stewart, die einmal mehr zeigt, was für eine richtig gute Schauspielerin ist. Das hat sie zuletzt in Die Wolken von Sils Mariah schon getan. Und diese ganze Klischeespielerei von der Twilight-Reihe kann man so langsam mal in die Tonne kloppen, dem ist sie absolut entwachsen. Und im Kern ist es Julianne Moore, die hier wunderbar diese Frau verkörpert, die von den kleinen Momenten am Anfang dieser Krankheit, wo viele kleine Dinge momentan nur Anzeichen sind dafür, dass sie vielleicht irgendwas hat, bis hin zum nahezu kompletten geistigen Verfall, es schafft, hier diese Figur zu porträtieren, das unglaublich tiefgehend ist und in vielen Momenten Gänsehaut verursacht und dabei auch wirklich bereit ist, seelisch ganz weit tief hinabzusteigen, aus schauspielerischer Sicht. Und wer den Trailer zu Still Alice schon mochte und der hat bei mir allein schon Gänsehaut ausgelöst, sollte sich den Film unbedingt angucken. Weil viele sagen vielleicht, Achtung, Alzheimer, das Thema hatten wir zuletzt bei Honig im Kopf, also Til Schweigers letzten Film, ist dieser hier aber einer, der nicht so butterweich daherkommt und auch nicht so oberflächlich an dieser Krankheit kratzt. Nein, Still Alice ist weniger so musikalisch, dramatisch untermalt wie der Schweiger-Film, sondern in vielen Momenten einfach nur brillant gespielt. Und das sollte mich absolut nicht wundern, wenn sie dafür auch den Oscar bekommt als beste Hauptdarstellerin, einer der besten schauspielerischen Performances im letzten Jahr. Und vor allem ein Film, der sich einmal mehr mit einer Krankheit beschäftigt, die in den letzten Jahren immer stärker thematisiert worden ist, dabei aber nicht so sehr auf die Tränendrüse drückt, sondern einfach viele Konstellationen und Momente kreiert, wo man einfach nur innehält und sagt, what the fuck, wie schlimm ist denn diese Krankheit, die bei vielen immer noch so ein bisschen unter dem Radar schwirrt. Und da kann ich nur sagen, wer Julianne Moore mag, wer Kristen Stewart gerne sieht, einen richtig guten Alec Baldwin, schaut euch Still Alice an. Das ist ein richtig feines, starkes Drama geworden, das von mir als Drama 9 von 10 möglichen Punkten bekommt. Insgesamt auch ein absolut sehenswerter Film. 8,5 von 10 möglichen Punkten von mir insgesamt. Und da bin ich durch in meiner Review zu dem Streifen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es noch ein paar Links um mich herum. Und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.